Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Extreme Daily Challenge. Und es geht dieses Mal in der Vertikal nach oben. Wir müssen probieren, so viele wie möglich Meter zu erreichen. Und der Noob-Filter ist heute irgendwie bei der 100, also genau bei 100,00. Ihr könnt euch die Szene gleich mal anschauen, wir kommen ja gleich an die Stelle. Und zwar, es ist genau diesen, irgendwie springen die Leute über den Bumper. Also jetzt haben wir schon mal Bronze und ich sag euch aber trotzdem noch, was so die anderen kritischen Stellen. Im Prinzip ist es eigentlich immer nur, wir achten auf die Looms, bei Looms lügen nicht. Es gibt nur eine Stelle, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Und der Rest sollte eigentlich alles gar kein großartiges Problem sein. Hier bekommen wir schon die erste Pause. Dreimal geht's hoch und wir springen weiter rüber. Achten immer eigentlich auf die Looms und probieren diese, wenn möglich, einzusammeln. Dann sollte uns gar nichts passieren. Hier hat's ein Kumpel von mir getroffen. Und hier einmal ordentlich schlagen, drauf gehen und wieder drüber. Hier auch wieder aufs Seil, Bumper treffen und es geht rüber. Hier müssen wir aufpassen. Wenn wir hier nur einmal springen und einfach gerade hochrennen, dann würden natürlich die Looms uns direkt in die Daumen reinführen. Aber ansonsten sollte es eigentlich kein Problem sein für euch. Gut, hier geht es weiter nach oben. Einmal durch die Wand, das ist auch so ein ganz kleiner Knackpunkt, manchmal trifft man nicht den optimalen Punkt zum Schlagen und da hat es auch einige zerrissen an dieser Stelle. Ich glaube, das war sogar der Silberfilter, ich bin mir nicht aber ganz hundertprozentig sicher dafür. Okay, wir haben inzwischen Silber auf jeden Fall erreicht und springen einfach weiter fröhlich durch, achten immer noch auf die Looms. Und springen in dem Moment, wenn wir sie sehen. Ihr seht aber trotzdem unten am Pad, das ich ja immer eingeblendet habe, wie wild man heute eigentlich hier drücken muss. Das heißt, also gerade in den Rechts-Links-Richtungswechsel ist natürlich hier so der kleine Knackpunkt für die schwierige Challenge. Hier nicht verwundern, wenn man runterrutscht in den Sand, man schafft es trotzdem. Und wir sind weiter und schon bei 700 Meter. Hier kommt auch nochmal einmal durchschlagen, hochspringen rüber über den Bumper. Also alles gar kein großartiges Problem, wenn man es sich ordentlich konzentriert. Aber ihr seht auch, wie unbeständig ich auch da drin öfters mal spiele. Gut, hier haben wir wieder kurz eine Pause. Jetzt geht's weiter hier hoch. Hier wieder durchschlagen, richtige Punkt erreichen. Gleich kommt das Ganze nochmal im Doppelpack. Und zwar hier. Einmal durchschlagen. Nochmal durchschlagen. Und wir springen hoch und sind jetzt schon fast an der Goldgrenze. Die ist bei ca. 911 Metern, zwar genau hier. Hier nur ein kleiner Sprung und dann ganz schnell hintereinander klicken, dann sollte das gar kein Problem sein. Gut, hier springen wir weiter hoch. Auch wieder darauf achten, wo sind die Looms, immer über sie rüberspringen. Hier wieder der schnelle Wechsel und hier renne ich dann gegen die Wand. Aber es reicht, 977 Meter sind eine gute Hausnummer. Damit haben wir den Goldpokal geschafft. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde der Daily Challenge. Bis dann!